Mir gefällt es, dass es in Deutschland neben einem traditionellen Strafverfahren auch den Täter-Opfer-Ausgleich gibt. Der Täter-Opfer-Ausgleich, da kommen beide Parteien zu einem klärenden Gespräch unter professioneller Aufsicht zusammen. Und es wird die Möglichkeit gegeben, dass der Täter sich zu möglichen Motiven oder Hintergründen der Tat äußern kann und er die Chance hat, sich persönlich zu entschuldigen und das Opfer hoffentlich so besser mit der Tat abschließen kann und seinen Seelenfrieden finden kann. Und ich finde, solche Projekte sollten auf jeden Fall unterstützt werden.